Das ist er. Der lebensrettende Wirkstoff für so viele Diabeteskranke, Insulin. Wurde zwar nicht hier entwickelt im Krankenhaus Sachsenhausen, aber das Krankenhaus Sachsenhausen ist die älteste Diabetesklinik Deutschlands. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, aber warum stehst du dann in diesem Garten? Das hat eine ganz besondere Bedeutung. Chefarzt Ralf Jung wird uns das gerne erklären, denn dieser Garten ist nicht nur schön, der kann noch deutlich mehr. Genau. Was wir mit dem Garten zeigen wollten, ist letztendlich die Verknüpfung zwischen Schulmedizin, die wir ja vor allen Dingen bei uns in der Klinik einsetzen, wo wir doch schwer kranke Patienten behandeln, und Naturheilkunde und Phytotherapie. Und wir wollten aufzeigen, dass viele Medikamente, auch gerade aus dem Diabetesbereich, pflanzlichen Ursprungs sind. Und ja, wir stehen vor dem Beet der Entzündungshemmer. Entzündung spielt eine große Rolle beim Diabetes, ja. Weil die durch die Entzündungszellen auslöst, dass das Insulin, was wir alle haben und was den Blutzucker absenkt, nicht mehr so gut wirken kann. Und dann steigen natürlich Blutzuckerwerte an. Was haben wir denn hier zum Beispiel für Pflanzen? Ja, was wir alle kennen, ist das Medesüß und vor allen Dingen den Wirkstoff haben wir schon mal erfahren. Das ist das Salicylat. Und Salicylat ist ein Wirkstoff, der auch im Aspirin zum Beispiel eingesetzt wird. Die Acetylsalicylsäure, also ein wichtiger Stoff. Ja, ansonsten haben wir noch die Brennnessel, die enthält Flavonoide und da kann man auch über Tees dann auch Entzündung etwas reduzieren. Aber allein durch Pflanzen kann man Diabetes nicht heilen, sag ich jetzt mal. Genau, heilen können wir ihn sowieso nicht, sondern wir können nur versuchen, den Blutzucker besser einzustellen und die Stoffwechselsituation zu normalisieren. Wichtiges Thema ist beim Typ-2-Diabetes auch noch das Gewicht. Mhm. Viele Typ-2-Diabetiker sind übergewichtig. Und da haben wir ein weiteres Beet mit einem anderen Thema. Das sind die sogenannten Schlankmacher. Und da ist zum Beispiel der Topinambur zu erwähnen. Das ist eine Süßkartoffel, die aus Südamerika zu uns rübergekommen ist und die zwar auch Kohlenhydrate und damit Zucker enthält, diese Kohlenhydrate können aber nicht aufgespalten werden von unserem Darm und führen dazu, dass dann einfach das Ganze ballaststoffreich ist und der Zuckerspiegel nicht ansteigt im Blut. Jetzt ist es ja so, dass es im Jahr etwa 40.000 Amputationen wegen Diabetes gibt. Ja. Es gibt stündlich 3 Personen, die an Diabetes sterben. Was können wir tun, damit wir gar nicht erst Diabetiker werden? Also da ist es wichtig, auf auch das Gewicht zu achten, worüber wir schon gesprochen haben. Das geht da viel um Ernährung und natürlich auch um Bewegung. Also Lifestyle, sagen wir mit neudeutschen Worten dazu. Also, dass man ausreichend sich bewegt. Dass wir gerade auch bei den Kindern anfangen, dass die wirklich nicht nur vorm Computer sitzen, sondern auch wieder Sport machen. Das ist sehr wichtig. Und eben auch unter anderem diese Schlankmacher, die uns da an der einen oder anderen Stelle auch unterstützen können. Genau, die können da vielleicht etwas helfen, aber man muss selbst aktiv werden. Das ist die Botschaft, die wir, glaube ich, senden wollen. Vielen lieben Dank, Chefarzt Ralf Jung, für diese wichtigen Informationen. Also 100 Jahre Insulin, das feiern wir in diesem Jahr. Und wir feiern auch diese wunderschöne kleine Oase hier mitten in Frankfurt, die nicht nur toll anzusehen ist, die Sie auch gerne jederzeit besuchen können, sondern die auch tatsächlich etwas Gutes tut für alle von uns, die an Diabetes leiden.